Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, in der letzten Folge sind wir sozusagen ins Unterbewusstsein von jemandem eingedrungen, so wie ich es verstanden habe. Und... Alright, Richard. This is your world. Show me what you're hiding. Genau, und das war nämlich die Sache, dass das das Unterbewusstsein vom Richard ist und der ja der sogenannte Kinderfresser ist. Is this where it started, Richard? The place that broke you, made you what you are. Kurz vor dem Treffer RB. Achso, der kann das auch, okay. Also, ich kann mich hier leider nicht umschauen. Ich weiß nicht warum, aber da hinten die Arme, die sehen schon echt eklig aus. Und hier an den ganzen Armen müssen wir vorbei. Okay, verstehe. Kannst mich mal... You feel it, Thomas. There's something here. It awoke on that day when she came to it. It took over. Made itself at home. Okay, es sind schon beeindruckend eklige Bilder irgendwie. Ich kann auch leider nicht laufen. Loss. Hatred. Grief. This place reeks of them. Something terrible happened here. It changed Richard forever. No! What the hell? Leave her alone! This is it. Richard's big, ugly secret. The sum of all his demons. Ein kleiner Junge. Alle seine Dämonen sind ein kleiner Junge. Hä? So, jetzt muss ich mal gucken. Okay, also er kann nicht in die Geisterwelt oder ähnliches. Also ich kann mich nur schützen. Eigentlich müssen wir in die Mitte, aber da werden wir nicht reinkommen. Boah, das sieht schon echt eklig aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt seitdem die Grafik wirklich besser ist, also seit dem letzten Update, kriegt man überhaupt erstmal mit, wie eklig dieser Ort eigentlich ist. Okay, was haben wir hier? Ein Messer. Das sieht schon mal gut aus. Vaters Messer, okay. Kann man das auch untersuchen? Ja, aber man hat keinen Punkt. Also es ist wirklich Richard, nur zum Aufnehmen. Your father forgot his knife. You'd better go and bring it to him. All right, I'll play along. For now. Okay. Ah, okay. Dann gehen wir doch mal hier rum. You forgot your knife. Thank you, Richard. You know what? Why don't you keep it? But it's your lucky knife. And now it's yours. You'll need it. I'm leaving tomorrow. What? No! Ich wollte gerade was sagen und in dem Moment erschrecke ich mich natürlich, weil ich gerade was sagen wollte und als ich gerade Luft hole, alles weggeht. The army is heading out west, and I'll be going with them. But no, I don't want you to go. Ja, vergiss das. Jetzt war ich drauf vorbereitet. I don't want to go either, son. But sometimes what we want isn't what's important. Do you understand? I... When will you come back? Take care of your mother, Richard. You're the man of the house now. Übrigens, ich kann auch leider nicht laufen, deswegen muss ich jetzt leider so langsam hier durch. Was ich eigentlich sagen wollte, das sage ich jetzt noch eben, bevor ich jetzt diese Tür anklicke, dass ich hoffe, dass meine Stimme nicht allzu kratzig ist. Ich bin nämlich immer noch ziemlich erkältet und gerade von draußen gekommen, wo es nass kalt und richtig eklig kalt ist. Und habe meinen Kaffee zwar noch hier stehen, aber der ist frisch gemacht und verbrennt mir ehrlich gesagt noch die Zunge. Deswegen entschuldigt bitte, wenn ich mich ein bisschen seltsam anhöre.
Warum guckst du jetzt so komisch zur Tür? Okay. Oh, ich glaube, hier brennt's. Those tentacles are guarding something. We need to get rid of them. Okay. Geistwelle. Kann ich aber nicht machen. Ja gut, ich muss das wahrscheinlich dann erstmal aufladen, nehme ich an. So, hier können wir teilweise zumindest wieder laufen. Haben wir hier denn was? Ah, Moment. By the sweat of your brow. Okay, bringt uns nicht allzu viel die Pfeife. Hallo, ist da jemand drin? Okay. Es ist schade, dass es seit dem Update... Naja gut, vorher war es auch schon so, aber ich glaube nicht so stark, dass es so extrem am Ruckeln ist. Hier ist aber nichts drin sonst. Das Problem ist halt... Ja gut, der ist ja so gesehen auf der Geisterebene. Er kann ja auch nicht wechseln. Wäre irgendwie unlogisch, wenn man so will. Komm, lauf mal zum Feuer. Da ist irgendwas. Da ist was. You shall rise and you shall fall. Aufstehen und fallen, ja. Okay. Till you return to the earth from which you came. Kann man auch nichts machen, nur angucken. Kann man auch keine Flamme nehmen oder so? Ich hätte jetzt gesagt, dass man hier vielleicht das Feuer nehmen kann. Ja gut, es ist halt kein Geisterfeuer, ne? Es ist normales Feuer. Aber ich muss doch irgendwie... Also normalerweise wäre das jetzt so ein Moment, wo wir jetzt die Ebene wechseln. Und wir irgendwas machen können. Gut, das kann ich auf jeden Fall noch machen. Aber der Rest... Ach, Moment. Ah, habe ich nur die falsche Taste gedrückt? Kann das sein? Aha. Ah. Okay. For dust you are, and to dust you will return. Okay. Diesmal ist aber nichts mehr auf der Ebene. Oh oh. Was war das? Will ich wissen, was das war? So, Moment. Da können wir was machen? Ja. Aua. Als Regierungsvertreter der Republik Polen möchte ich mein tiefes Mitgefühl und mein Bedauern hinsichtlich des Ablebens von Lieutenant Tadeusz Tarkowski zum Ausdruck bringen. Der Betrauerte starb unter den ehrbarsten Umständen. Sein Land wird für immer für das Opfer dankbar sein, das er zum Schutz unserer Freiheit und Unabhängigkeit erbracht hat. Der Verteidigungsminister. Okay. Sonst kann man ja nichts mehr machen, ja? Okay, dann werden wir hier oben aber auch nochmal gucken. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre eine andere Taste. Ich weiß auch nicht. Ah! I can work with that. Ja, das glaube ich dir. Dr. Strange. Der Dr. Strange des Kummers und des Schmerzes. Achso, RT. Ah. Können die nicht einfach R1 und R2 schreiben? Oh, okay, das sieht aber sehr malerisch aus. Sind wir jetzt hier in dem Gemälde? Okay, dann. Sehr schöne Umgebung. Wahrscheinlich passiert jetzt irgendwas mega Schreckliches. Bet you can't catch me. What? Hey, wait up! Lauf bloß nicht. Moment, wir sind jetzt rechts rum. Ich bin bestimmt falsch gelaufen, oder? Come on, Slowpoke. Ich halte mich mal wieder rechts. Where'd you go? Ja, da können wir nicht rechts. Was ist denn hier unten? Here. I'll try to bring more tomorrow. Thank you, Richard. Tell you how much this means to me. Mhm. Okay.
Das ist ein Irrgarten. Da ist noch was. But what is it? It's something very important. Promise me, you'll keep it safe. Mhm. Okay. This way, silly. Da geht's wieder zurück, Rose? Ne? Rose! Over here! Ja, für mich kommt das jetzt aus der linken Seite, aber links kann ich nicht hinlaufen. I was afraid you'd get lost in there. Me? Oh. I've been waiting here for ages. I was starting to get bored waiting for you. Hey. Boah, ich kann euch gar nicht sagen, wie ätzend das ist, die ganze Zeit nach vorne zu drücken. A storm's coming. Und auch sprinten zu drücken und der joggt da gemütlich rum. Same spot tomorrow? I'll be there. Okay. Cute, Richard. Real cute. So, where do we go from here? Können wir da nochmal rein? Hier steht nämlich jetzt A. Können wir das irgendwie nochmal... Nee. Okay. Also ich nehme an, dass wir jetzt hier wieder raus müssen und einen anderen Weg kriegen. Boah, das ist optisch echt ekelhaft. So, die Frage ist nur... Something's not right. Ah, da oben ist zu. Who is he? Oder? He's someone who can take care of us. But I can take care of you. I promised Dad I'd protect you. I know, honey. And he would be so proud of you. But sometimes a brave heart is just not enough. Also ganz ehrlich, wenn ich so diese schleimigen Tentakel hier sehe, habe ich irgendwie so das Grundbedürfnis, mich zu übergeben. Es ist irgendwie... Ja. Schauen wir mal. Was haben wir hinter der Tür? Ja, geh bloß nicht durch. Hey, komm her. Ich brauche dich, um etwas für mich zu tun. Okay. Dann ist wieder ein Tentakel. Sollen die Tentakel irgendwie den Vater symbolisieren oder sowas? Könnte ja sein. Ah, da liegt was. Moment. Komme ich aber nicht hin. Komm her. Hallo. Na, vielleicht kann man es erst später machen. Also doch erstmal zum Stuhl wahrscheinlich. Ich denke nämlich schon die ganze Zeit, dass das der Vater ist. Test my patience, boy. Der will, dass wir uns auf den Stuhl setzen. Der kann mich mal. I need you to bring me that thing. You know which one. Yeah, real specific. Okay, da liegt ein Gürtel. Okay. Da ist auch noch was. Da komme ich aber, ups, da komme ich aber nicht ran, wollte ich gerade sagen. Doch, da ist eins. Okay. Kann man das irgendwie öffnen? Nee, ne? Oh, Moment. Hä? Ach so, weil ich das kombinieren soll. Nee, okay. Okay, okay. Kann man nichts mitmachen? Dann war hier oben doch gerade noch irgendwas. Hä? Jetzt ist das weg. Aber wir haben ja Flaschen oder sowas. Taking so long. Die können wir jetzt auch nicht nehmen. Useless. Just like his mother. Boah, was ist das für ein Wichser, ganz ehrlich. Vor allem, der redet hier mit einem Kind. Hallo? Nee. Moment. Komme ich jetzt nochmal ins Menü? Also, ich habe jetzt nur das Buch. Ich kann es aber nicht irgendwie... Nee, das ist nur das Kombinieren. Hm.
Ich habe ja auch nichts. Ich kann höchstens schneiden oder so, aber ich habe nichts zum Kombinieren. Also, ich weiß, dass da was auf dem Tisch steht. Ich weiß, dass hier rechts was ist. Und beide Sachen kann ich nicht benutzen. Das ist natürlich nicht sehr hilfreich. Entweder, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, ist das verbuggt. Oder ich soll eventuell das Buch da drauflegen. Aber meinen die das Buch? Oh, what? You want a bedtime story? I'm not your goddamn mother. Soll ich jetzt noch mehr machen? Ah, jetzt kann ich. Ah, okay. Okay, polnischer, keine Ahnung. Wodka? Ich weiß es nicht. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich das Bild aber nicht mehr ansehen. Ja, toll. Do as I say. Ach, halt doch mal den Rand, Junge. Useless. Just like his mother. Wahrscheinlich kann ich die Sachen jetzt erst nehmen, wenn ich das dahingestellt habe, ne? Okay. Gut. Also nicht gut, sondern ein bisschen nervig, aber na gut. You calling me a drunk? Get the hell away with that. Real fucking charmer, that one. Sowas ähnliches habe ich mir auch gedacht. Ah ja, jetzt kann ich nochmal gucken. Okay, perfekt. Ist aber nur das Bild da. Was ich auch nicht drehen... Ach doch, jetzt kann ich es drehen. Ich weiß nicht, warum das gerade nicht geklappt hat. Okay. Setzen wir mal einfach alles hier drauf. Oh, you little shit. I'll teach you some respect. What the hell did you do to me? Say that, or I'll cut you again. Ungrateful little fuck! Get the hell away from me! Gladly. Oha. Okay. Also das können wir anscheinend immer noch nicht nehmen hier. Schade. Aber wir ahnen schon, was passiert ist. Nämlich, dass der kleine Junge sich gegen den Vater gewehrt hat. Kummer und Schmerz. Ja. Dr. Payne. Haben wir hier noch irgendwas? Okay. Get away from me, you bastard! No! 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 Hold on, Mommy! Ja, und das ist genau das, was dann passiert. Ja, wenn man einem Kind immer wieder einredet, dass es nutzlos ist und so weiter und so fort. Dann schauen wir uns diese Sache noch an. But not the same time. Richard! Richard, where are you? I should be going. I'm sorry. It's all right, Rose. We can finish some other time. Okay.
Hello? Ich wollte mich ja immer rechts halten, ne? Obwohl, dann drehe ich mich hier im Kreis. Richard, come out! I'm sorry, that's all I could bring. That's all right, Richard. It's more than enough. Okay. Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. Ich nehme mal an, dass das die Medaille sein könnte, aber die hat eine andere Farbe, glaube ich. This isn't funny. Richard! Here you are. Oh, hey. Ach, hier sind wir wieder. I waited for you by the maze. I was afraid something happened to you. I'm fine. I feel like being alone. Are you sure you're all right? I said I'm fine. Hey, if something happened, you can tell me. Just let me get the hell away from me. Okay. Okay, Richard. I get the picture. Doesn't change a goddamn thing. Hmm. Tja. Mommy? What's going on? Shh, listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men will come to our house tonight. But why? What do they want? Shh, it's okay. I told them to come. The hell is this? No! Stay away from me! Stay back! Okay. Get away from me, you bastard! No! No! Let go of me! No, please don't! Okay, eine weitere Erinnerung. Any son of Poland who collaborates with the oppressor. Okay. Hier war noch was, ne? Who steals from, denounces, or otherwise acts against his compatriots. Das erste Haus auf der linken Seite, direkt am Fluss, mit dem alten Kirschbaum davor. Sie verstecken sie in der Speisekammer unter den Bodenbrettern. Sie lassen sie manchmal heraus, damit sie sich die Beine vertreten können. Meistens später am Abend. Einige von ihnen gehen, manchmal sogar nach draußen. Wahrscheinlich um Nahrung zu suchen. Am besten kommst du nachts. Okay. Jetzt habe ich hier aber nichts, womit ich das machen könnte, ne? Ja, die Frage ist jetzt, wo können wir das jetzt herbekommen? Weil wir haben doch jetzt im Endeffekt nur diesen einen Gang hier gehabt. Hier kommen wir auch nicht mehr raus, hä? Okay.
Ah, Moment. Commits an unforgivable crime against the motherland. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war das gerade ein Judenstern da drin, ne? Und das hörte sich auch die ganze Zeit schon so an. Oh, swiftly punished. Couldn't have happened to a nicer guy. Dann mal auf zur nächsten Etappe. This is getting tedious. Rose! Where are you? I'm sorry! Okay. Oh, lauf, komm. Nein. Oh, komm schon. Oder blockiert er so den Weg, dass ich da überhaupt nicht vorbeikam vorher? Kann natürlich auch sein. Please, I need you. Was haben wir denn hier? No, no, no. Please, wake up. Wake up. Okay. Können wir hier auch irgendwo weiter? Scheint nicht. Eine Sackgasse. She's gone! Ist auch eine Sackgasse, okay. You took her from me. Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig ist, wenn ich weiterhin immer nur rechts gehe. Aber es ist ja bei vielen Spielen tatsächlich so, dass wenn man immer rechts oder mal links geht, also immer in eine Richtung, dass man dann ans Ziel kommt, aber das scheint hier irgendwie nicht so zu sein. Okay, gehen wir da jetzt rein? Ne, das ist hier unten, oder? Ja. Da ist was. Okay. Waren wir da jetzt schon? Ich weiß es nicht. Okay, voller Blut. Moment. Da können wir aber auch nichts anderes sehen. Ach, das sind Spuren. Ah. Okay, die führen hier hoch. Jetzt bin ich wieder an dem Ding, oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist das? Oh mein Gott. Will ich dahin? Is that you? My precious little flower. My Lily.
Hab ich schon gesagt, dass ich da nicht hin will? Die denn aus? Das soll ja eine Sie sein, ne? Kid. Please, mister, I need help. The monster, it's after me. Monster, you say? And what does this monster look like? Sir, there's no time. Hurry, we have to get out of here. It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends here. I'm here just for you. No, what? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run, to hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard.